Und da sind wir wieder, Freunde, zurück bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia im vielleicht großen letzten Endspurt, bevor es dann mit Akt 5 und dem eigentlichen Hauptspiel vorbei ist. Wir werden es gleich erleben. Auf alle Fälle haben wir in der letzten Folge zumindest schon mal Barkut noch plackt, also beziehungsweise Barkut und Winnea erlöst. Nicht besiegt oder so, wir haben sie erlöst. Ich glaube, wir können uns darauf einigen. Und jo, das war noch so ein Thema. Oh, hab ich Schwein gehabt. Dass ich hier jetzt so unbeschadet durchgekommen bin. Sehr geil. So. Ja, wir waren in der letzten Folge bei den Teleporten stehen geblieben, war. Wo ich, glaube ich, einen ziemlichen Fehler gemacht habe, denn. Oder beziehungsweise falsch gelesen habe. So wird ein Schuh raus. Wo ist der? Niemand. Nur Alm. Und Frenz. Frenz. So, man gab ja eh noch ein paar Augen, oder? Ich muss eh ein bisschen gucken, Leute, weil ich will jetzt eigentlich ungern noch viele Zwischenkämpfe erleben, beziehungsweise unnötige Kämpfe. Das heißt, je nachdem, wenn wir da noch ein paar Dinger begegnen. Ja, okay. Ja, wenn wir da noch ein paar Kämpfe erleben sollten, dann nehmen wir so unnötige. Unnötige. Mehr oder weniger unnötig halt. So zum Beispiel. Schwein gehabt. Dann einfach ausweichen und dann sind wir schon da hier. Also in der letzten Folge bin ich, glaube ich, hier hin, wa? Das war irgendwie falsch. Wir haben hier so unterschiedliche Wappen, das ist mir alles bewusst. Jetzt ganz kurz. Ich muss. Das ist die Frage. Ich muss. Das ist ein bisschen schwierig, worauf ich jetzt achten muss. Es ist so, ich habe jetzt hier eine Wegbeschreibung, welche Teleporte richtigen sind. Das Problem ist nur, steht was von nordwestlich, südöstlich und so. Ja, toll. Ich habe jetzt hier zwei Screens, war? Ich habe den oberen, wo ich jetzt eigentlich so wäre Norden, war. Demzufolge wäre das halt Nordwesten. Aber laut Karte oder laut Minimap da unten ist das ja eigentlich eher. Warte mal ganz kurz, wir versuchen was anderes. Letzte Folge war ich hier und da war nichts. Könnten das hier südöstlich gemeint sein? Tatsache. Okay, so gedacht. Weil hierhin wollte ich unbedingt noch, denn hier ist eine spezielle Waffe drin. Gradivus, Alter, fettes Teil. Vielleicht für Mathilda, weil Dumas Land ist jetzt nicht unbedingt so der Hit. Oder schon, aber. Gewicht 5, alter Schwede. Zerschmettert selbst Fels, eines der drei Regalia. Achso, Regalia deswegen, dachte ich gerade, Regal, was hat damit zu tun? Ja, ist halt Lanze. Ich meine, theoretisch könnte sie auch Lucas tragen, wäre natürlich auch ziemlich fett für ihn. Von der Reichweite, wa? Und Gewicht wegen Speed und so spielt für ihn gar keine Rolle. Ich gebe es mal so in der Hoffnung, beziehungsweise da tausche ich ein bisschen hin und her, auch irgendwie Schild und so. Weil ich sage es mal so, wenn ich nur physische Gegner vor Lucas habe, ist vielleicht Gradivus genial für ihn. Ich kann auf zwei Felder angreifen, muss sich um die Defense keine große Sorgen machen, da 22, da hält er einiges aus. Ja, und sonst muss ich halt ein bisschen gucken. Sonst vielleicht dann, ja. Man ist halt minus 5. Ich meine, klar, ich könnte es ja auch Mathilda geben, aber. Minus 5 machen wir schon ein bisschen Kopf zu brechen. Oh, dann haben wir wieder hier unten. Ach nö. Puh, Schwein gehabt. Dass ich immer hier unten lande, wa? Okay, damit müssen wir aber eigentlich alle geilen Items haben, bis auf vermutlich eins. Weil wir uns ja gar nicht sicher, ob das stimmt, aber offenbar bekommen wir schon das Valkyon. Und daher, ja, erstmal natürlich abspeichern. Und dann nochmal zurück in den Raum. Diesmal geht es aber weiter. Diesmal habe ich es eigentlich richtig gelesen. Okay, es geht echt, ja. Also wenn ihr auch irgendwie so eine
Wegbeschreibung sucht und eine findet, dann geht es zumindest nicht darum, was ihr halt oben auf der großen Map seht. Mal ganz kurz hinter diese scheiß Gargoyles. Schon gehabt. Ja, was ihr halt auf dem oberen, auf dem großen Screen seht oder wie ihr euch da ja, entlang orientieren wollt. Es geht um die kleine Minimap im unteren Screen. Danach müsst ihr orientieren. Gibt irgendwie auch ein bisschen Sinn, aber man muss es halt wissen. Kein Huster. Und die Frage ist, komme ich jetzt nochmal unbeschadet durch? Ich habe so meine Zweifel. Ich erst im zweiten etwas, oder? Genau, jetzt müssen aber ein paar Magier kommen, die waren ja zuvor der Kampf gegen Berkut. Ungefähr. So, also. Kann man es mitschreiben, das hier ist der Weg, der zu diesem Gradivus-Dingsbums führt. Das hier ist Fehl. Das hier müsst dann auch. Moment. Der nordwestliche. Ja, wer der hier. Der bringt uns weiter. Das ist nochmal der richtige. Ich dachte gerade zuerst wieder falsch. Nee, ist richtig. Zumindest bringt uns weiter. Gegner. Wobei es ein neuer Weg, also da kann ich dir schon zeigen. Muss ich nur zwei von dem her. So. Mal gucken, Gradivus war. Alter! Ich weiß, ich kriege auch ein bisschen Damage, aber trotzdem ziemlich episch. Den Trefel leider kaum, da habe ich ein bisschen mehr Glück. Ja, ein bisschen. Du hast ja die Lanze. Dann mach doch lieber den hier platt. Weil den triffst du zumindest. Was machen den Typen da oben? Vermutlich ein bisschen schwarze. Schwarze Magie. Dann. Was sage ich da eh? So, jetzt hat sie ihren geilen Ring. Damit müsste sie eigentlich sogar mit Ragnarök treffen. Zumindest zu wenig, aber auch eine höhere Crit-Chance. Spielt keine Rolle. Muss ich mal kurz teleporten hier oder was ist los? Alter Schwede. Hätte ja auch ein Crit sein können. Ja gut, dann kannst du ihn mal ganz kurz hochschicken. Ach ja, so Tatjana noch Teleport gelernt, natürlich endgeil. Das kann sich sehen lassen. Oh, sehr wenig. Ja, okay. Gut. See now who you trifle with? Ja, ich glaube, sie sehen's. Voll auf die Fresse nochmal. Dass sie ihn zuvor nicht gesehen haben, war verwirrend. So. Donnerschlag. Nee, komm, mach so, vielleicht könntest du ja. Die Quitschers bin ich schon mal höher, war. Was ist auf diesem scheiß Feld oben? Lalalalalalalalala. Toll. Hat sehr super gebracht. Dann mach bitte mal. Schon da oben herum. Vegetiers, mach ich mal den platt. Dankeschön. Level up für Tobin. Ja, ist auch nicht mehr so geil wie auch schon, so den ganzen Starts und so, aber es geht noch. Nicht so, dass ich sage, ey Tobin, raus mit dir. So weit sind wir noch nicht zum Glück. So, komm schon ein bisschen hier.
So. Da kann sie ein bisschen was zeigen. Wendetor! Toll. Das war nicht so ein geiler Vendetta. Allow me. Alright, let's go. Ja, das ist jetzt eine gute Preisfrage. Dann mache ich mal Excalibur. Hey, good job. Danke. Dann muss ich wohl oder übel nochmal allem hochschicken. Doppellöwe bringt's immer! Was jetzt wohl die dritte Fähigkeit sein, die alle mit dem Königsschwert ausführen kann? Da würden wir uns auch noch interessieren. Zum Glück sind die Kämpfe hier ein bisschen kürzer. Da wäre auch ganz cool. Oh nee, weitere Verzweigungen? Ach du Scheiße. Toll, deswegen so ein schwerer. So ein grauer Schrecken, also ein Chin meine ich. Schon weiter gehört. Okay, sehr gut, hier geht's nicht weiter. Noch mehr Teleporter, okay, bin ich hier aber eigentlich auch richtig. Was ist hier wieder? Der Schwanz des Löwen. Ja, eigentlich logisch, dass er hier hin muss, wa? Interessant. Warte mal, das hier ist der richtige, wa? Ne, warte mal, der Schwanz zeigt eigentlich dahin. Lustig ist eigentlich, dass es heißt, ich sollte den südöstlichen aufsuchen, den hier, weil der führt mich an einen speziellen Ort. Wo aber nur allem hin kann. Gut, machen wir erstmal hier drüben. Alles Reihenfolge nach, wa? Warte, mir gerade für ein Schwein, ey. Mamma mia. Ist ja natürlich die Frage, was bringt mir der Teleporter hier? Nehmen wir es einfach mal, komm, mal gucken, was passiert. Bringt mich hier hin zurück. Okay, sehr gut. Aber wir haben ja gesehen, da. Warte mal. Ach ne, ist der erste Teleporter. Scheiße. Warte mal, wir haben da schon wieder. Nordwestliche bringt mich weiter, wa? Der bringt mich ganz zum Anfang zurück. Heilige Scheiße. Oh, warte mal, hier waren die ganzen Dinger. Ausgewichen. Gut, jetzt bin ich wieder hier. Rechts oben war ich noch nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du doofer grauer Schrecken. Oh, jetzt kommt er auch schon. Super. Diese Hülle Güte, aber so brutal. Schleichen auf allem Art, wa? Da unten ist auch noch eine Truhe. Ah.
Meine Fresse, wo ist eigentlich der andere Zombie hin? Ist der doof? Hä? Scheiße, ist ja super. Ja, wieso jetzt Sonne verschwunden ist, ich habe keine Ahnung, aber ich möchte gerne hier raus. Ah. In diesem Fall hätte ich jetzt gar keinen Bock gehabt, wie man das letzte jetzt noch gesehen hat, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch ziemlich scheißegal. Puh. So, also. Der Schwanz des Drachen, ja, im Prinzip kann er mich hier hinführen oder ganz fiese geht es hier weiter. Wa? Der südöstliche, Süden ist natürlich da unten, westlich, östlich hier. So. Und hier bin ich offenbar mit allem auf mich allein gestellt. Hä, warum? Verstehe ich gerade nicht. Hä? Was geht hier vor sich? Ah, der Rückweg auf dem anderen. Ja. Da waren wir schon mal. Okay, zumindest mal eine Abkürzung freigeschaufelt. Sehr gut. Schaufelt vor allem. Da steht jetzt. What is this place? Why, it's a treasure vault, of course. Isn't that obvious? Hm? What's this say? These doors bar all save those of royal blood. The royal treasury. This is where Fulchen was supposed to be stored. So we've been told, yes. Though I believe it found a new home in Milla's skull. One shudders to think of it. Regardless, we've no business here. You sure about that? I doubt Fulchen's the only trinket tucked away in there. Who knows what might be left? Gold? Jewels? Magical doodads? What you think, Alm? Maybe so. Huh? The brand. It's glowing. Alm, you okay there, buddy? I'm feeling something strange. I need to take a look. Take a look at what? Alm? Alm? Hey, where are you going? Ugh! What in the... Oh, come on, I can't get past. It appears the vault really does bar all but the royal family. How cheeky. But oh dear, I do hope Alm will be all right on his own. Das hoffe ich allerdings auch. Vielleicht ist doch das Falkion hier, vielleicht sogar das richtige Falk. Wir haben gerade überlegt, vielleicht ist das Milas Stirn das falsche, deswegen hat es ja versiegelt. Oh super, was bist du jetzt für einer? Bitte 1 gegen 1 Kampf, wa? Leck mich! Alright, let's go. Das kann jetzt lustig werden. Was seid ihr für... Ah, das sind graue Schrecken, ja super. Da trifft mich offenbar sowieso nicht, dann kann ich direkt mal den angreifen. Ja, ich weiß schon nicht, ob es Seidenrand bringt mir das hier relativ wenig. Allgewalt, hat ein Tapfenteil. Dankeschön. Okay, was ist Allgewalt? Alms ultimative... Kraft plus 14. Leck mich am Arsch, oder? Das haut rein. Ganz ehrlich, muss ich überhaupt etwas machen, weil... Ja,
Ja, genau deswegen. Ich meine, es wirkt ja eigentlich auch so ganz gut, oder? So, dass plötzlich das Feld verschwunden ist, keine Ahnung. Also, beziehungsweise das Feld, wieso es plötzlich da unten ist. Ich dachte eigentlich, hätte ich die ganze Zeit drauf gestanden. Alter, allem ist nur am Critten. So kriege ich natürlich auch noch Level 20. Alter, wie stark Alma einfach ist. Vor allem haben die ganze Zeit, die sagen sowieso fies. So, vielleicht noch dieser letzte Zug. Da ist der nächste down, der obere will mich ja nicht quitten. Also ist der jetzt auch hinüber. Gehen wir noch schnell aufs Heilfeld und gucken mal. Für 90%, okay, oder ich mache Allgewalt. Toll, nicht mal ein sofortiger Kill. Allgewalt, interessante Fähigkeit. Was heißt wie? Du hast es gemacht. Och nö, nicht noch mehr Wächter. Oh, muss das jetzt echt sein, Leute? Ja, es muss sein. Ja, leg mich mal Arsch. So, ich gehe mal auf den Heilfeld und warte mal ab. Kommt schon an die ganz fiesen Dinger, die ganz großen. Ja, wobei das vielleicht ein bisschen schwieriger werden könnte. Ja, ich weiß, ich kann auf den Vorrat zugreifen. Ich überlege gerade, ob das für eine einigermaßen kluge Idee gewesen wäre. Dann tut er seinen Bonus nicht mehr mit dem Ausweichen. Kleinen greifen nur einmal an. Ja, das war jetzt gerade meine Befürchtung, dass allem jetzt plötzlich das Gefühl hat, müssen alle quitten. Na, Gott sei Dank, gutes Switch jeweils. Jo, dann wird es mal sein, dass alles hier ein bisschen heilt. Scheiße, jetzt noch ein bisschen schwieriger. Also schwieriger. In Anführungszeichen mal. Hat irgendwo etwas, das erfrischt auch noch Karpia halt. Ja, schön. Ich hätte gern irgendwie. Da bin ich noch. Dumamus mit heilenden Kräften. Ich glaube mal Zeit, wa? I don't know about this. Na, ich schon. Und noch ein Level up. I can tell. So. Der nächste bitte. Zwei fehlen noch. Das bin ich eigentlich stark genug, oder? Um die mit Doppellöwel hat jeweils Platz zu machen. Warte, wie die aussehen, ey. Ja, ich kann mal ganz kurz an meinen Zoom wieder einschalten. Success! Und das war's mit dem grauen Schrecken. Alm ist erschöpft. Ja, ich weiß, Kumpel, ich weiß. Irgendwo. Frisch gucke gerade, weil es steht da einfach. Einfach nur S. I feel a little better. Ah, das ist also ein bisschen, wa? Und M wäre Mittel oder was? I feel a little better. Gut. Wenn ich allein gestellt bin, dann auch schon ein bisschen.
Mehr Schutz. Oh Gott, wie viele sind's? Alter, ein Tüller, ich hoffe, das ist der letzte. Ich hoffe, schwer. Relativ wenige, oder? Ein weißer Drache. Ach du Scheiße. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ja gut, wenn sie keine Rolle spielt. Die weißen Drachen mit dem eiskalten Blick. Nee, ich spreche von anderen weißen Drachen. In der Fire Emblem-Serie. Ich glaube, Fire Emblem 1 war es. Also, Fire Emblem 1. Das ist nicht das Original Fire Emblem 1, sondern das, was bei uns erschienen als Nummer 1 von Game Advance. Sacred Blades? Nee, ein anderes. Dann hier schon wieder. Weil die Sacred Stones war was anderes. Fire Emblem. The Blazing Sword, glaube ich, oder so. Ist eigentlich auch egal. Oder war es doch das Sacred Stones? Ich weiß gar nicht, wo die weißen Drachen herkamen. Oder ob ich die irgendwo schon mal gesehen habe. Also sehen definitiv episch aus, aber bin ein bisschen enttäuscht. Da waren die letzten Gegner ein bisschen happiger. So, Kumpel, dich schnapp ich mir aber. Wenn du im Halbfeld bist. Hat eigentlich irgendein anderer in, entweder halt in Alms Truppe oder in Seligas Truppe immer so oft gequittet wie Alm? Ich glaube nicht. Ich glaube, Alm ist echt der Meister-Quitter. So. Ich würde langsam gerne mal ein paar beenden, bevor es dann vermutlich nächste Part wirklich zum großen Finale geht. That's what are Milla and Fulchin doing here? And what the heck happened? Celica! You're all right. Celica? Celica, what are you doing? It's me. Celica? Your words can't reach her, boy. Jetta. The girl has already offered up her soul to Lord Duma. What you see now is a husk, a witch, a puppet loyal to the Dark God's will. No. No! Celica, please! You have to wake up! Go, witch. Offer up your fellow brand bearer's soul to your new master. Ah, the sight of fate's twin children fighting to the death. How marvelous! A reenactment of Duma and Miller's struggles from legend. Uh-oh. Celica, don't do this! Please! Listen, Ohm. You have to stop me before I kill you! You know what you have to do! Do it now! Are you crazy? You know I can't do that! Hear me, bearer of Duma's brand. Grasp Fulchin now in your hand. What's this? What is the boy doing? Impossible! No one should be able to unbind that blade!
gods, no. Don't leave me, Celica. You can't. Celica, Celica, say something, please. Celica! Celica. Celica. Oh, Celica. Thank goodness you're okay. But how? I don't know either. But I heard a voice. A very kind voice. It said everything would be all right. And to have faith in Falchion. Oh, look. What is that? Alm. Antis. Children of fate. Bearers of the brand. That voice. I am Mella. Your kind call me Goddess. Together with my brother Duma, I shaped this land. Earth Mother. Some have called me by that name. But no such power remains within me. What? See well, Falchion, which you now hold. It was carved from the Fang of Naga, ruler of dragons, to sever the gods. For Naga knew there was but a creeping madness waiting at eternity's end. It is a ruin all dragons share. And the only end is one of total destruction. Thus it was that Naga bestowed Falchion upon Duma. She did so to prepare for the day our madness would drive the land to ruin. That the people might have a means to destroy us. That Falchion might become the fangs they lack, and the hope they deserve. And yet, in my foolishness, I sealed the blade away. I did it to protect my brother. I loved my brother, even as we loved mankind. Where we strayed, I cannot remember. Mella. Alm, Antis, children of fate. You have overcome much to reach me here, and I thank you both. You have shown me the strength possessed by mankind. Perhaps men have long been walking on their own, without our aid. Perhaps I simply refuse to see it. And alas, Duma was no different. I entrust Falchion to your care. I pray you will use it to free my brother from the depths of his pain.
Let's go, Celica. We have to save Duma. For her sake and ours. I... Listen, Celica. I know you sacrificed your own life to protect me and the others. But I never wanted that. I couldn't ever be happy in a world you died to create. Oh, I'm sorry. I'm so, so sorry. Don't apologize. Just know that I need you, all right? Without your wisdom, all I know how to do is fight whatever's in front of me. So please, will you fight with me? Believe in me. Believe in us. Believe in our combined strength. I do. It's as Mila said. We've had the strength to live and fight for our world this whole time. I lost faith in that somewhere along the way. But right now, it seems the most obvious thing in the world. I trust in mankind like I trust in you, Absolutely. And without hesitation. I feel the same, Celica. This isn't where things end for us. Even without gods, this world has a long and prosperous future ahead of it. Now let's go claim that future together! Falcon, ist denn doch unser! Ja, Freunde, ich würde sagen, das ist natürlich mal eine Situation, die episch eigentlich nicht sein könnte. Wir sind jetzt mit der Truppe aus. Eigentlich ist Selika jetzt dabei. Natürlich ist sie nicht dabei. mit dem Königsschwert. Ich glaube, das kann ich jetzt langsam mal vergessen, wa? So, mal gucken, was das Falcon alles bringt. Trefferquote nur 80. Ein Schwert mit der Macht, Götter zu fällen. Alter, was denn das für ein Teil? Direkt Allgewalt drauf? Okay, ich kann es einmal schmieden, sich gerade Falkion. Absolute Fähigkeit, ja. Gesundung, okay. Göttermord. Dies kann selbst die Götter vernichten. Ja, leg mich am Arsch. Besonders effektiv gegen Schrecken. Jo, gefällt mir natürlich auch umso besser noch. Nach dieser epischen Szene und mit dem Falken unseren Helden würde ich sagen, vor allem mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part. Hoffentlich endlich der Fall gegen Duma und je nachdem, vielleicht bereits das Ende der Story. Wir werden sehen. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.